Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Design hier gemacht habe. Und zwar habe ich das French mit den Gellacken aus meinem Shop kreiert. Ja, und das möchte ich euch halt mal zeigen, dass man mit diesen Gellacken halt auch gewöhnliche Gelmodellagen gestalten kann. Und zwar habe ich mir hier an die Nägel schon eine Mandelform dran gemacht. Ja, an dem kleinen Finger, den muss ich erstmal ausheilen lassen. Manche werden es vielleicht gesehen haben, ich hatte mir den Nagel abgebrochen, beziehungsweise ein Stück was vom Nagelbett mit weggerissen. Ich bin frontal gegen eine Wand gestoßen, weil ich gestolpert bin. Und und hier löst sich jetzt so ein bisschen die Nagelplatte und da mache ich jetzt definitiv nichts drauf. Der muss erstmal ganz in Ruhe ausheilen, der wächst jetzt raus. Wie gesagt, den lasse ich außer Acht. Die habe ich hier schon gemacht und an dem Finger zeige ich euch eine Mantelmodellage mit Schablone. Und wir legen auch gleich los. Und zwar als Haftgel nehme ich, das hatte ich in meinem letzten Video, glaube ich, schon erwähnt, hier das Gelish Bond. Das ist zurzeit mein Lieblings-Base-Gel oder Haftgel. Und davon trage ich mir jetzt so einen kleinen Tropfen auf. So. Und dann nehme ich mir dafür immer einen kleineren Pinsel, weil meine Nägel immer so winzig sind. Moment, ich zoome mal noch ein Stückchen für euch rein. So, dann nehme ich den hier, den mit den rosanen Kristallen und massiere das Ganze gründlich in meinen Naturnagel ein. Einen Primer benutze ich bei diesem Haftgel nicht, das ist da nicht nötig. So, schön einmassieren, nicht an die Haut kommen, aber auch nicht irgendwie jetzt hier einen Millimeter Platz lassen. Also es muss schon ziemlich dicht rangearbeitet werden. So, und das Ganze lasse ich für 2 Minuten aushärten. Nachdem das Ganze ausgehärtet ist, nehme ich mir eine Schablone. Ich zeige euch heute mal hier diese Perfect Almond Schablone. Und zwar löse ich mir einfach eine ab. So, das sind die schicken mit den Blümchen. Und die sind halt besonders gut dafür geeignet, weil die halt hier auch schon diese Markierung haben. Da ist es ganz, ganz einfach. Ich löse die Schablone ab von der Trägerfolie, löse mir das Ei hier aus der Mitte raus. Ich achte darauf, dass ich das Ei sozusagen umdrehe. Also die breite Seite kommt hier unten dran und das schmalere nach hier, damit ich die Schablone auch nötigenfalls hier vorne zusammenkleben kann, um einen schönen Tunnel zu erhalten. So, dann trenne ich die hier oben auf, roll die zwischen meinen Daumennägeln so ein bisschen. So, und jetzt schaue ich erstmal in der Trockenübung, wie ich immer so schön sage, okay, wo muss ich denn so ein bisschen schneiden? Und zwar, mein Hyponychium, das steht sehr weit raus. Ich weiß nicht, in der Kamera sieht man das wahrscheinlich schlecht, ich weiß es nicht. Steht sehr weit raus und deshalb muss ich das immer so V-förmig bei der Schablone dann einschneiden. Das werde ich jetzt einmal tun. Also das hängt von eurer eigenen Nagelform ab, wie ihr wo einschneiden müsst. So, jetzt gucke ich mal, ob ich nah genug reinkomme. Ja, ein kleines Stückchen kann ich noch schneiden. Also das ist halt auch immer, das macht man nach Gefühl. Wenn ihr nicht an euch selber arbeitet, das merkt ihr auch bei der Kundin, wie weit geht die Schablone nach hinten, wie weit kann ich rein, sitzt die Schablone und notfalls fragt ihr auch eure Kundin, ist dir das unangenehm? Und wenn die sagt ja, dann wisst ihr, okay, ich muss noch ein bisschen was einschneiden. So, jetzt schaue ich hier mal. So, ja, das kommt hin. Gut. Okay, und da ich jetzt die Mandel machen möchte, so lege ich die Schablone, ich versuche mal, das seitlich zu halten, wirklich nach unten gerichtet an. Ich klebe mir meistens immer erst die kleinen Flügelchen exakt aufeinander. So, damit das wirklich schön exakt sitzt. Und dann klebe ich die Schablone vorsichtig unten zusammen. So. Okay. Hier klebe ich sie auch fest. Und dann habe ich meine Schablone da sitzen. Ich habe die jetzt leicht schief. Aber das gleiche ich mir nachher wieder aus. Also ihr solltet darauf achten, dass die Schablone natürlich gerade sitzt. Ich habe aber auch so unegale Fingernägel, also da ist einer schiefer als der andere, beziehungsweise meine Finger sind auch ziemlich krumm gewachsen. Da frage ich mich auch immer, was der da oben sich dabei gedacht hat. Mir das Leben so schwer zu machen beim Modellieren. Naja,
Kann man nicht ändern. Muss man halt ein bisschen rumprobieren, wie man seine eigenen Nägel auch am besten modellieren kann. So, und jetzt zeige ich euch das nochmal seitlich. Schwupps. So, da seht ihr jetzt, dass die Schablone wirklich nach unten geneigt ist. Und ich möchte die Nägel jetzt nicht allzu lang. Ihr seht ja, der Daumennagel, also für einige wird es vielleicht schon ziemlich lang sein. Also ich gehe so circa bis zur 3, hier bis zu dieser Linie. Und ja, das machen wir jetzt einmal. Ich benutze hierfür das FiberTech, weil sich das so gut pinchen lässt. Und ja, damit mache ich hauptsächlich Schablonenverlängerung. Kleiner Sprachfehler. Ja, damit mache ich hauptsächlich Schablonenverlängerung. Und zwar benutze ich seit neuestem total gerne gerade Pinsel dafür, weil man sich da wirklich gut in den Ecken reinkommt und alles schön gerade modellieren kann. Und zwar, ich habe ein neues Schätzchen. Das wird es, wenn das Video hochgeladen ist, diesen Pinsel wird es dann wahrscheinlich schon im Shop geben. Das ist aber eine limitierte Auflage. Das heißt, ich habe eine begrenzte Stückzahl und das sind nicht sehr viele. Und hier könnt ihr das sehen. Der Pinsel ist gerade, das ist eine Größe 4. Und hier hat er halt rosane Kristalle im Stiel und ist halt so rosa Pastellfarben. Und mit Kappe natürlich. So, der ist jetzt ganz neu. Also wenn ihr den neu bekommt, ich bausche den erstmal so ein bisschen auf. Da ist ja dieser Pinselkleber mit drin. So. Dann nehme ich mir etwas von meinem Gel, ist egal welches, und streiche das einmal so an meinem Zewa-Tuch ab und arbeite mir das Gel erstmal so ein bisschen ein. So, und dann kann ich auch schon loslegen mit dem Arbeiten. Natürlich ohne Fusseln, ich habe da jetzt so ein paar Fusseln dran, so, die mache ich mir ab. Ja, und jetzt beginne ich mit der Schablonenverlängerung. Ich nehme mir etwas auf. So, und dann beginne ich das hier vorne, ich versuche es mal so rum zu zeigen, hier vorne setze ich mir mein Kügelchen ran und arbeite mich zu den Seiten. Achtet darauf, dass ihr auch wirklich hier genügend Material an diesem Übergang vom Naturnagel zur Schablone, also da, wo euer Naturnagel rauswachsen würde, dass ihr da auch wirklich genug Material auftragt. Meistens passiert das mir selbst auch, dass ich da zu wenig auftrage und mir die Schablone dann da so ein bisschen, nicht die Schablone, die Verlängerung, da manchmal so ein bisschen wegkracht. Da schummel ich dann immer ein wenig. Ja, also bei mir selber passiert mir das sehr oft an Kunden. Da klappt das komischerweise. Also das ist total merkwürdig. Na gut, man hat ja auch eine andere Perspektive. Also von daher. So, okay. Also ich modelliere hier wirklich der Linie entlang. Umso exakter ihr arbeitet, umso weniger Feilarbeit habt ihr nachher. Also benutzt die Linien der Schablone, denn dafür sind sie ja da. So, ich trage das FiberTech auch immer ein bisschen großzügiger auf. Also ich streiche da nicht einfach nur so lang, sondern ich würde sagen, ich modelliere ein wenig. Aber versteht das nicht falsch, also jetzt hier nicht 5 mm drauf klatschen, so meine ich das nicht. Aber ihr dürft ruhig ein bisschen großzügiger sein, gerade wenn ihr Anfänger zum Beispiel seid. Nehmt lieber ein bisschen mehr, nicht dass ihr euch dann nachher die Verlängerung wieder runterrupft. So, ich streiche dann auch immer noch mal komplett über den Nagel drüber, dass ich wirklich eine Verbindung habe. Und ich arbeite ein klein wenig länger, als ich wahrscheinlich eigentlich müsste. Beim Mittelfinger ist es mir passiert, dass ich dann doch zu kurz gearbeitet hatte. Und nicht beim Mittelfinger, beim Ringfinger. Und da habe ich mir dann einfach nochmal was dran geschummelt. Sollte man aber nach Möglichkeit nicht machen. So. Und jetzt schaue ich nochmal, ob ich alles schön modelliert habe. Schau nochmal von der anderen Seite. So. Und wenn ihr dann zufrieden seid, wenn ihr wirklich gut modelliert habt, dann könnt ihr das Ganze anhärten lassen. Also so circa 30 Sekunden.
30, 40 Sekunden, je nachdem, welches Gel ihr benutzt. Und dann pinschen wir gleich. Die Schablone habe ich jetzt einmal nach unten hin abgelöst. Hätte ich wahrscheinlich doch mitfüllen sollen, habe ich jetzt vergessen. Aber ich denke, diejenigen, die Schablonenmodellage schon mal gemacht haben, die wissen, dass man die immer nach unten ablöst. Und also jetzt kommen wir zum Pinschen. Ich nehme dafür eine Pinschzette. Hier mit diesen Pinschklammern arbeite ich zwischendurch auch. Ich wäge dann immer ab, wonach mir gerade ist. So, jetzt nehme ich mal die Pinschzette. Ich lasse die nicht ganz los, weil die hat wirklich eine super Spannkraft. Und wenn ihr den Naturnadel auch zu doll mitpinscht, das tut dann echt weh. Ihr merkt das dann auch nach der Modellage. Da habe ich auch schon mal geschafft, da habe ich zu doll gepinscht. Und dann haben mir 3 Tage lang meine Pfoten wehgetan. Und ja, also das sollte man vermeiden. So, wenn ich hier jetzt zum Beispiel vorgepinscht habe und ich merke, okay, die Spannkraft ist mir doch ein bisschen zu dolle. Also es ist meistens, wenn ich so vorpinsche, nehme ich dann doch eher diese Pinschklammer, lege die an, so. Und so lasse ich das Ganze dann für 2 Minuten aushärten und dann zeige ich euch gleich, wie ich weitermache. Da ich mir das French sowieso mit den Smileline-Schablonen und mit den Gellacken gestalten möchte, trage ich im Untergrund bzw. gleich als Aufbau ein Make-up-Gel auf. Und zwar ist das eins, was ich wieder mal teste. Das ist ähnlich wie das Sweet Rose Natural. Hier seht ihr das einmal, die Farbe. Ist ein Ticken heller, würde ich sagen. Und ihr seht es am Daumen. Also ich finde, das passt sich auch super gut meinem Hautton an. Also auch für helle Hauttypen geeignet. Und davon setze ich mir auch ein Kügelchen hier hinten ab. So. Es ist auch standfest, wie ihr sehen könnt. So. Und lässt sich genauso wie das Sweet Rose, also wie die Premium Camouflage Gele von mir verarbeiten. Ist also auch zum Gestalten einer Smileline geeignet für den Aufbau. Also bisher hatte ich keine Probleme. Ich habe es schon mal verwendet gehabt. Ich finde es super gut. Es lässt sich, wie gesagt, einfach verarbeiten. Ich denke, ihr könnt es auch gut sehen, dass sich das einfach verarbeiten lässt. Es zieht sich auch nicht ganz so gut glatt. Also es ist halt ein Gel zum Modellieren. Es hat aber, wie gesagt, einen schönen Hautton. Und ich finde auch, gerade wenn man so eine Nägel modelliert oder gerade bei sich selber, finde ich das auch immer ganz gut, wenn sich das Gel halt, wenn es standfest ist und nicht überall hinfließt und man so hastig arbeiten muss, finde ich super praktisch. Oder wenn man halt noch Anfänger ist, finde ich das auch immer gut. Ja, das wäre jetzt so ein Gel, wo ich auch sagen würde, da könnte ich mir vorstellen, das auch in den Shop aufzunehmen, weil es nochmal so ein Zwischending zwischen dem Sweet Rose und dem Natural ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das für so ziemlich alle Hauttypen geeignet ist. Es sei denn, ihr habt sehr dunkle Haut, dann wäre das durchaus zu hell. Also wenn man jetzt stark gebräunt ist oder von Natur aus einen dunklen Hautton hat, sind solche hellen Make-up-Töne natürlich eher ungeeignet. Da sollte man dann auf die dunkleren zurückgreifen, damit das auch wirklich gut passt. So, jetzt schaue ich mir das Ganze von der Seite an und sehe, dass mir hier vorne noch viel fehlt. Denn wir wollen ja eine Mandel gestalten und eine Mandel arbeite ich eigentlich grundsätzlich im Oldschool-Style. Also in der Oldschool-Form, da das bei so einer Mandel immer besser aussieht. Also finde ich persönlich. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden, wie ihr denn nun am liebsten modellieren möchtet. So. Okay, ich schaue nochmal seitlich, dass das in etwa so. Jetzt setze ich mir hier noch ein bisschen was hin, da fehlt mir noch ein bisschen was. So, hier setze ich mir noch so ein kleines bisschen Gel hin. Also feilen müsst ihr bei diesem Gel auch, das ist klar. Aber trotzdem lässt es sich wirklich einfach verarbeiten, muss ich sagen. Also, aber ich arbeite sowieso gerne mit diesen Jelly-Gelen. Finde ich ganz, ganz toll. So, gut. Das haben wir soweit. Jetzt lasse ich das auch wieder anhärten. Das ist auch wieder ein Gel, was sehr heiß wird. Genauso wie diese Premium-Make-up-Gele von mir.
Ich nehme dann 2-3 Mal die Hand aus der Lampe, warte, bis es vorbei ist und dann passe ich den Zeitpunkt vom Pinschen ab, pinsche das Ganze nochmal und ja, und dann zeige ich euch nochmal so ein bisschen, wie ihr das Ganze in die Mandelform bringt. Los geht's mit dem Feilen. Ich habe den Nagel jetzt abgekleinert und feile mir jetzt meine Mandelform. Also ich beschäftige mich, ja, ich gehe eigentlich immer hin und her. Mal die Seitenlinien mal oben drüber, das ist meine eigene Feiltechnik sozusagen. Ich hatte ja letztlich schon das Video dazu gemacht, wie ich die Form von meinen Valentinsnägeln gestaltet habe. Und im Prinzip sind die Feilschritte hier ähnlich. Nur, dass ihr halt keine geraden Seitenlinien habt, also schon, aber dass ihr wirklich vorne in diese Mandelform feilt, also wirklich so rund, so in etwa. Ne? Ihr geht mit der Feile hin und her und feilt euch das Ganze so in Form. So. Ja, also ich werde das jetzt auch gleich sozusagen ausmachen, damit ihr euch hier nicht langweilt bei dem ganzen Feilen. Ich wollte euch das nur mal so grob zeigen. Also ich schaue mir, ich zeige das jetzt mal so, die Seitenlinie, die sitzt ja jetzt noch nicht, ne? Die geht hier unten noch runter und da korrigiere ich jetzt mit der Feile und feile mir das in die gewünschte Position. So, also ihr seht jetzt, denke ich mal, schon den Unterschied. Da seht ihr das. Und jetzt achtet ihr wirklich darauf, dass ihr hinten flach feilt und hier natürlich auch flach. Und hier sollte der höchste Punkt sein, wenn ihr denn die Oldschool-Form gewählt habt, was ich euch durchaus empfehle. So, das werde ich jetzt einmal zu Ende feilen. Ich feile sozusagen hier an den Seiten, so, indem ich die Feile wieder so hochkippe oder halt auch mir den Nagel seitlich drehe und hier runterfeile, dass das hier schön schmal wird. Und ja, so feile ich, bis mir der Nagel gefällt und bis ich die gewünschte Länge habe. Also ich werde ihn jetzt noch ein bisschen kürzen. Der Daumennagel ist ja auch noch ein bisschen kürzer. Und ja, das werde ich jetzt mit allen Nägeln machen und dann hole ich euch zum Design wieder mit dazu. So, ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe jetzt alle Nägel in Form gefeilt. Ja, dabei habe ich mir leider hier in die Haut reingehackt. Bin ich selber schuld. Und habe mir schon mal Smile-Line-Schablonen geklebt. Ich habe die von der Smile-D-Kombikarte genommen. Also hier zeige ich sie euch nochmal. Das ist hoch, hoppala, so rum, die D-Kombikarte. Also eine dramatische Smile-Line. Und ja, die habe ich mir jetzt schon mal geklebt. Und jetzt verwenden wir die Gel-Lacke. Und zwar einmal das Glamorous Rose und das Glamorous Taupe. Und zwar nehme ich mir da einfach einen Deckel von meiner Geldose und trage mir da so kleine Kleckse von den Gelen auf. So. Einfach so ein Kleckschen auftragen. Nachnehmen kann man immer. So. Und hier ein Gelkleckschen. So. Zack. Jetzt nehme ich mir meinen feinen Pinsel. So. Und jetzt beginne ich mit der dunkleren Farbe, also mit dem Glamorous Taupe, beginne ich vorne an der Nagelspitze, also hier in diesem Bereich, trage ich mir das Gel oder den Gellack einfach grob auf. Also ihr dürft das ruhig ein bisschen oder solltet das auch ein bisschen dicker arbeiten. Bei den Gelen braucht ihr eigentlich keine Angst haben, dass die so Bläschen werfen oder so. Das passiert bei den Lacken nicht. Müsst ihr natürlich schauen, wenn ihr andere Produkte verwendet, würde ich euch wahrscheinlich eher empfehlen, das dann in 2 dünnen Schichten aufzutragen, weil die meisten Gellacke haben die Angewohnheit, wenn man die zu dick aufträgt, entweder härten sie gar nicht durch oder sie schlagen so kleine Bläschen. So, gut, jetzt habe ich das hier aufgetragen und jetzt streife ich den Überschuss ab und habe mit meinem Pinsel so ein bisschen aufgefächert. Und ziehe mir jetzt das Glamorous Taupe in Richtung Nagelbett. Aber nicht bis zur Schablone ranziehen, sondern wirklich nur so ein bisschen, so leicht reintüpfeln. Denn wir wollen ja noch die 2. Farbe auftragen. So. Okay. So. Und das könnt ihr halt so gestalten, wie euch das lieb ist. Also wie breit ihr das halt haben möchtet. So, ich tüpfel dann immer noch mal so ein bisschen nach, nehme mir etwas Farbe nach, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu wenig. Ja, gut.
So schaut das jetzt einmal aus. Das lasse ich jetzt einmal kurz anherden, damit mir das nicht irgendwie wegfließt. Und dann zeige ich euch gleich, wie wir das mit der zweiten Farbe gestalten. Also eigentlich ist es sinnvoller, jede Farbe dann 2 Minuten aushärten zu lassen. Da diese Gellacke ja eine Aushärtezeit von je Schicht 2 Minuten haben. Das bietet sich natürlich schon an. Ich will euch jetzt hier aber nicht 2 Minuten schmoren lassen. Deshalb nehmen wir uns jetzt mal die zweite Farbe. Und die trage ich mir jetzt wieder grob. Ich schiebe das mal beiseite. So. Wieder grob hier an der Smile-Line entlang auf. So. Und ich achte natürlich darauf, dass ich nach Möglichkeit jetzt nicht unter die Schablone komme. So, ich glaube, ich habe hier irgendwie ein Fussel oder sowas drin. Da versuche ich jetzt mal, den rauszuangeln. So. Und dann könnt ihr euch immer noch so ein bisschen Farbe nachnehmen, wenn ihr das Gefühl habt, okay, es ist noch nicht deckend genug. Meine Empfehlung, wie gesagt, an euch, tragt bei solchen Gellacken dann ein Make-up-Gel als Aufbaugel auf. Sozusagen, dass da drunter schon eine Schicht ist. Weil sonst könnte es sein, wenn ihr jetzt einen transparenten Nagel oder eine Verlängerung, Tipp, was auch immer darunter habt, dass ihr dann doch in 2 Schichten arbeiten müsstet, was ich persönlich unpraktisch finde. Also ich mag auch Farbgele nicht, die man in 2 Schichten auftragen muss, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. So, Pinsel wieder auffächern und jetzt ziehen wir oder tüpfeln wir leicht nach unten, also in das Glamorous Taupe rein. Wir gestalten uns also einen Farbverlauf. So. Und da könnt ihr auch entscheiden, wie weit zieht ihr das runter. Wollt ihr mehr von dem Glamorous Taupe haben? Wollt ihr mehr von dem Rosé? Also von dem Glamorous Rosé? Oder welche Farben ihr auch immer verwenden möchtet? Also ich finde, das ist eine tolle Farbkombi. Ich drehe den Nagel jetzt einmal zu mir, damit ich hier an der Seite noch so ein bisschen verwischen kann. So. Den Überschuss. So, wenn mal was daneben läuft, wischt ihr euch einfach weg. So, und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte und funktioniert, wie gesagt, auch mit Gellacken, also zumindest mit meinen. So. Und es ist halt trotzdem auch auf dem Aufbau anwendbar, da es wirklich dünn zu verarbeiten ist. Jetzt ziehe ich mir einmal die Smile-Line-Schablone vorsichtig ab. Und wenn ich ordentlich gearbeitet habe, läuft da auch nichts drunter. Jawohl. So. Ach, jetzt habe ich hier ein schönes Haar drauf. Ist ja wunderbar. Ach, ich liebe meine Katzen. So. Also, in der Regel solltet ihr natürlich darauf achten, dass keine Haare in der Modellage sind. Und jetzt gucke ich hier gerade mal, dadurch, dass das Haar sich da reingeschummelt hat, bessere ich hier noch so ein bisschen aus. So. Okay. Gut, dass jetzt hier so ein bisschen was drüber geraten ist durch das Haar, das stört mich jetzt nicht. So lasse ich das Ganze 2 Minuten aushärten, bearbeite noch die anderen beiden Nägel und ja, dann zeige ich euch, wie ich das Design gemacht habe. Als nächstes setze ich mir Punkte an der Smile-Line und zwar mache ich das mit dem Ultra French White UV und LED. Ich nehme mir einfach einen Spotty, tunke den so ein bisschen in das Gel rein und dann setze ich mir meine Punkte an die Smile. Bin ich im Bild? Joa. Und da ja, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das haben möchtet oder nicht, wie viele Punkte, ob nur auf einer Seite oder. Mit so Punkten kann man ziemlich viel gestalten, finde ich. Also immer mal so ein paar Pünktchen in einem Design wirken manchmal Wunder. Und ja, also probiert das ruhig mal aus. Setzt einfach mal ein paar Punkte. So, das Ganze lasse ich einmal ganz kurz anhärten, damit mir die Punkte jetzt nicht irgendwie verschwimmen oder irgendwie sowas. Ja, und das Ganze werde ich jetzt noch an den anderen Nägeln machen. Und so, das reicht. So, also einfach eintauchen und auch an den anderen Nägeln die Smile mit Punkten verzieren.
So. Ihr könntet das Ganze natürlich auch, ich mache das jetzt einfach mal schnell in einem Zug, ihr könntet das Ganze auch mit Acrylmalfarben machen oder mit einem Stamping-Lack, das geht auch. Das kann man auch machen. So, also ich finde, diese Punkte komplettieren so einiges. So, so schaut das jetzt aus. Das Ganze lasse ich 2 Minuten jetzt aushärten. Und ja, dann versiegel ich auch schon mit dem High Gloss UV und LED. Also einfach versiegelt die Nägel, 2 Minuten aushärten und dann hole ich euch gleich wieder zum 3D-Design. Versiegelt sind die Nägel. Jetzt beginne ich mit dem Creative Art 3D Gel Weiß, mir mein Design zu kreieren. Und zwar, ihr seht ja hier schon meinen Schmetterling. Ja, übrigens, hier habe ich mir auch irgendwie in die Haut gehackt, habe ich gar nicht gemerkt. Und zwar, ich benutze hierfür wieder diesen speziellen Pinsel, den hatte ich euch schon mal vorgestellt. Also ich denke, er wird auf jeden Fall in den Shop kommen, aber ich weiß leider noch nicht wann. Also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich zeige euch das jetzt trotzdem schon mal. Und zwar hier auf dem Finger, ich überlege gerade, wie halte ich meine Hand am besten, damit ihr das auch sehen könnt. Ich müsste das jetzt einmal kurz, ja, so müsste das gehen. Ich denke, so könnt ihr das einigermaßen gut sehen. Und zwar, ich nehme mir was von dem 3D-Gel auf und halte den Pinsel. Ja, jetzt könnt ihr das wahrscheinlich nicht wirklich gut sehen, weil meine Hand davor ist. Mal gucken, ob ich das vielleicht lieber so halte. Schauen wir mal, ob ich das dann so hinbekomme. So. Und zwar, ich halte den Pinsel jetzt so ein bisschen schräg. Also es ist ja auch ein schräger Pinsel. Und setze an und drehe quasi nur den oberen Teil. Lasse los und hier habe ich jetzt so einen kleinen, ja, den ersten Flügelteil sozusagen. Also das ist nicht ganz so einfach. Ich nehme mir noch etwas Gel auf. Das ist nicht ganz so einfach, das aus dieser Perspektive zu machen. Ich gehe da jetzt nochmal nach. So. Und ups. So. Flügelteil Nummer 1. Jetzt nehme ich mir hier, der ist von Trend Nails, dieser kleine Katzenzungenpinsel, also dieser 3D-Katzenzungenpinsel. Und forme mir einen runden Flügel, also wie so ein Blütenblättchen. So. Und den setze ich ganz einfach damit dran. So. Und jetzt bessere ich noch so ein bisschen mit einem feinen Liner-Pinsel aus. Ich gehe einfach in das 3D-Gel rein, nehme mir etwas Gel auf. Ihr könnt halt auch so eine kleine Fädchen ziehen, wenn ihr das möchtet. Und dann setze ich hier an und male mir noch so einen kleinen Schnörkel an den Schmetterlingsflügel und gestalte den dann halt auch noch so ein bisschen nach meinem Geschmack. Also ich schließe jetzt hier diese Lücke. So, seht ihr das? Ja, gut. Dann könnte man hier jetzt auch noch so einen kleinen Schnupsel rausziehen, wenn man mag. Das habe ich jetzt bei dem anderen Schmetterling nicht gemacht, aber das fällt mir gerade so ein. So, dann ist der so ein bisschen spitzer, der kleine Flügel. Ich halte es nochmal näher dran. So, seht ihr das jetzt, glaube ich, hoffe ich. Tatarata. So, jetzt nehme ich mir meinen Spotty und nehme etwas von dem 3D-Gel auf. Nicht zu viel, also nicht zu dicke Punkte jetzt gestalten und so gestalte ich mir jetzt den Körper vom Schmetterling. Also ein Köpfchen soll er haben. Und halt noch weitere Punkte, die dann den Körper bilden. Und das mache ich in so einem leichten, ja, C sozusagen. Und die Punkte werden dann immer etwas kleiner. So schaut das jetzt aus. Dann nehme ich mir wieder meinen feinen Linerpinsel und gestalte mir noch ein paar Fühlerchen. Muss ich mal gucken. So, seht ihr das? Jetzt ist da von der Lampe so ein Glanzpunkt, aber ich denke, ihr könnt das erkennen. Und dann setze ich mir noch so
so kleine Fühler hin. So, gut. Ich schaue es mir nochmal an. Ja, das ist niedlich, so gefällt mir das. Und jetzt habe ich hier am Daumen, hatte ich ja noch so eine Blüte hingesetzt. Da seht ihr das jetzt einmal. Ich halte es nochmal so rum. So, jetzt überlege ich gerade, setze ich die Blüte? Ja doch, warum nicht? Auf dem Ringfinger setze ich mir jetzt hier noch zusätzlich zum Schmetterling. Wem das zu viel ist, der lässt die Blüte einfach weg. Setze ich mir jetzt hier noch eine ganz einfache Blüte hin. So, einfach eine dreiblättrige. Hier so an den Rand. So. Also das müsst ihr nicht machen, das kann man machen. Wie gesagt, wem das jetzt zu viel ist, der lässt es einfach weg. So. Ja, jetzt überlege ich auch gerade, gut, auf dem Daumen war nämlich mehr Platz. Ich denke, ich nehme das jetzt noch einmal runter, weil mir das auch nicht so gut gefällt. Weil auf dem Daumen, seht ihr ja selber, da ist natürlich mehr Platz als auf dem Ringfinger. Ich wische mir das jetzt einfach vorsichtig runter, ohne meinen Schmetterling kaputt zu machen. Also ihr seht, mir gelingt auch nicht alles auf Anhieb. Ich probiere da auch immer so ein bisschen, sieht es gut aus, sieht es nicht gut aus und notfalls wische ich da halt auch mal wieder was runter. So, genau. Ja, so gefällt mir das besser. Also hier auf dem Ringfinger lasse ich nur einen Schmetterling. Und auf die anderen Nägel zaubern wir uns jetzt noch so ein paar Blümchen, damit die nicht so nackig sind. Also da werde ich mir jetzt halt diese Blümchen kreieren, so ein bisschen seitlich. So, ich drücke auf und drehe den Pinsel seitlich weg, damit das Blättchen so eine kleine Blattspitze erhält. Also mit ein bisschen Übung habt ihr den Dreh da echt leicht raus. Also das mit dem 3D-Gel finde ich persönlich ist echt nicht allzu schwer. So. Das lernt man eigentlich schnell. Man braucht halt nur gutes Werkzeug. Und ein gutes 3D-Gel mit einem 3D-Gel, was jetzt nicht so gut ist, kann man auch schlecht arbeiten, logischerweise. Also ihr solltet darauf achten, ich wurde auch schon mal gefragt, halt nach günstigen Produkten. Ja, gibt es, habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, die sind halt nicht so sonderlich gut. Also ich konnte damit nicht besonders gut arbeiten. Da muss jeder, denke ich, für sich selbst entscheiden, mit welchem 3D-Gel er persönlich dann gut arbeiten kann. So, jetzt gestalte ich mir hier noch so ein Blümchen. So. Wieder ein dreiblättriges. Denn für eine ganze Blume, finde ich, sind die Nägel ja nicht lang genug, nicht groß genug. Und deshalb reicht mir das so. Und noch ein drittes Blättchen. So. Gut. So schaut das Ganze jetzt einmal aus. Also ich finde es richtig cool. Mir gefällt es richtig gut. Ich überlege gerade, vielleicht setze ich noch ein Steinchen oder eine Paillette da rein. Auf jeden Fall werde ich das jetzt für 4 Minuten aushärten lassen. Und ja, dann zeige ich euch nochmal das komplette Endergebnis. Ich hole euch jetzt spontan doch nochmal dazu. Ich habe mich nämlich dafür entschieden, ein Gel zu benutzen. Und zwar dieses Glitzergel. Das ist ja eins von den Gelen, wo ich überlege, ob das mit in den Shop kommt. So. Und da setze ich mir jetzt hier einfach, weil ich nicht möchte, dass ein Steinchen dieses Motiv halt überlagert, setze ich mir hier einfach einen dicken Gelklecks in die Blütenmitte. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So. Das mache ich jetzt auch bei der anderen Blüte. Hier einfach wirklich so einen großzügigen Gelklecks. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich hält. Ja, da müsst ihr mal gucken, was für Gele ihr habt. Wie gesagt, bisher hat alles gehalten. Also ich finde, dieses Gel ist wirklich der Hammer. Also ich bin guter Dinge, dass es das Gel in den Shop schafft. Ja, jetzt lasse ich nochmal, also ich habe erst einmal 2 Minuten aushärten lassen. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und dann sind wir aber auch wirklich fertig. Dann zeige ich euch gleich nochmal das Endergebnis. Hier seht ihr jetzt einmal das Endergebnis. Ich habe mir meine Nägel nochmal eingeölt. So schaut das Ganze jetzt aus. Also den kleinen Finger einfach mal nicht beachten.
ja, entscheidet selbst. Also ich finde, es ist super, super schön, auch mit diesem Glitzerpunkt, mit dem Glitzergel. Hier seht ihr nochmal meinen Daumennagel mit der halben Blüte und dem Schmetterling zusätzlich. Da habe ich jetzt keinen Gelpunkt reingesetzt, weil das so weit am Rand ist. Da habe ich dann doch Bedenken, dass das dann abplatzen könnte. Ja, alles in allem finde ich, ist das ein ganz tolles Frühlingsdesign auch. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich hoffe euch auch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch der Designvorschlag. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Ciao.